Liebe Besucherinnen und Besucher unseres wunderbaren Festspielhauses in Baden-Baden, die Zeit schreitet voran, wir gucken nach vorne. Wir hoffen sehr, dass wir in den nächsten Monaten Ihnen wieder ein wunderbares Theater-, Opern-, Konzert- und Ballettprogramm anbieten können. Nur wir haben gelernt aus den vergangenen Monaten. Und was wir gelernt haben, ist, dass wir auch eine sogenannte digitale Kompetenz aufgebaut haben in Form unserer Hausfestspiele. Die digitalen Hausfestspiele, die wir in den Monaten, wo wir nicht selbst spielen konnten, Ihnen angeboten haben. Die Resonanz war, man kann es nicht anders sagen, überwältigend. Wir hatten nicht nur Besucherinnen und Besucher im Bildschirm oder vor dem Bildschirm aus Deutschland, sondern vor allem auch aus Übersee, aus Australien, aus Amerika, sogar aus Afrika. Und das hat uns dazu bewogen zu sagen, warum können wir nicht in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren diese Kompetenz weiter ausbauen und unseren Fans die Musik, die wir im Festspielhaus Baden-Baden analog produzieren, nicht auch in großen Teilen digital zur Verfügung stellen. Deswegen haben wir eine neue Plattform ins Leben gerufen, die Digital Festival Hall, die in den nächsten Jahren Ihnen wesentliche Produktionen aus dem Festspielhaus digital nach Hause liefern wird, als Ergänzung zu unserem analogen Programm. Starten werden wir mit dem Beethoven-Zyklus mit Yannick Nelson-Sanguin, schon ein bedeutender Aufschlag. In den 4 Konzertabenden können Sie alle Beethoven-Symphonien nicht nur live im Festspielhaus erleben, sondern dann auch on demand auf der neuen Plattform. Sie zahlen einen Obolus von 10 Euro pro Konzert, also eine relativ bescheidene Summe. Das Ganze können Sie ganz bequem über unsere Website buchen oder aber auch im Ticketcenter abfragen. Das Tolle ist, es ist nicht nur live an dem Abend, sondern es ist eben auch on demand für mehrere Monate dann auch verfügbar. Hinzu kommt, dass wir auch noch Produktionen, die im Festspielhaus gewesen sind, deren Rechte wir haben, auf die Plattform stellen werden. Unter anderem gibt es diesen berühmten Mephistopheles, den wir Ihnen zur Verfügung stellen wollen und ebenso ein Konzert mit Julio Ma und Manfred Honeck aus dem Jahr 2016. In den nächsten Monaten werden wir dieses Programm weiter auffüllen, sodass in der nächsten Zeit eine veritable Mediathek entstehen wird. Das ist ein Versuch, sozusagen in den nächsten, ja, wenn man sagen, nächsten Dekaden das Festspielhaus auch digital weiterzuentwickeln. Wir freuen uns auf Sie, schauen Sie einfach rein und das Festspielhaus Baden-Baden gibt es sozusagen jetzt demnächst auch digital.